Dann gucken wir uns das hier an. Das wurde jetzt ja gerade empfohlen. Reicher Bauer. Ich nehme es vorsichtig selber direkt mal auf. Achtung, das Video heißt Reicher Bauer, Fragezeichen von Stoll von Deining. Das ist auch ein Name, der ist sehr alltäglich. Gucken wir mal rein. Wie reich ist denn ein Bauer? Grüß euch und hallo zusammen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich muss euch jetzt einmal ein Video machen, was komplett bei mir aus dem Rahmen fällt. Was ich eigentlich auch nicht machen möchte. Der Julian Bambauer, das heißt, der wird jetzt, oder dann erwarte ich jetzt abenteuerliche Zahlen. Wenn jetzt Julian Bam im Vergleich kommt, dann muss ich sofort an seine Einnahmenerklärung von damals denken. Und die war ja buchhalterisch individuell, nennen wir es mal so. Weil es ein Video über Geld ist. Man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht, das hat man oder man hat es eben nicht. Aber es kursieren so viele wilde Zahlen im Netz, wie viel Geld ein Bauer verdient. Angefangen bei den offiziellen Zahlen vom Agrarministerium, 45% mehr Einkommen für die deutschen Landwirte, 120.000 Euro im Durchschnitt. Und jetzt habe ich für euch mal ein bisschen recherchiert. Ich höre Mathematik, okay, ich höre. Und habe mir gedacht, ich drösel die Zahlen mal auf. Okay. Einerseits für die Bürger. Während ich euch auch im Hintergrund mein Grundstück zeige, also mein Bauerngehöft. Das ist eine Fläche, die ich hier im Besitz habe. Da träumt ihr Pisser aus der Stadt nur von. Die einfach nicht wissen, um was es hier geht. Aber natürlich auch für meine Kollegen, die vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, eine Argumentationshilfe brauchen, wenn diese Fragen kommen. Ich habe es ja auch oft genug in den Kommentaren hier. Ja, schaut's den an, der hat so ein großes Anwesen. Ja. Das ist ja alles toll und alles schick. Jetzt kann ich es euch sagen. Also ja, da drin wohne ich. Haben meine Eltern gebaut, das Baujahr 64. Oha, guck mal hier, Digga, da wird direkt... Man soll ja nicht vorschnell urteilen, aber wenn jemand so ein Christuskreuz auf dem Parkplatz hat, dann ist es sofort... sofort den Baphomet beschwören. Direkt einfach... direkt ein Slipknot-Konzert auf dem Parkplatz veranstalten und so ein bisschen mit dem Prügel auf dem Bierfass schlagen. Gar keinen Bock. Das Baujahr 64. 64 ist mein Vater ausgesiedelt. Alter, sogar dieses Vogelhäuschen ist größer als das, was sich die meisten von uns in der Innenstadt leisten können. Hat diesen Stall hier gebaut. Also da... stehen nicht die Porsches und die Ferraris. 13:12 Uhr. Ist das der wichtigste? Der wichtigste war sogar schon der 8. Jalmari. Jetzt ist es für dich wieder der 18. Na, da hast du jetzt bist du zu lang drin geblieben. Jetzt musst du auch wieder durchziehen. Nein, da wohnen meine Kühe drin. Weil meine Kühe dürfen zwar auf die Weide, ja, aber im Winter halt nicht. Siehst du, meine Kühe müssen zum Beispiel bei mir im Wohnzimmer leben. Ich habe keinen Extrastall für die. Und dann brauchen die auch ein bisschen Dach über dem Kopf. Also wir haben hier den Mähroboter und das ist sozusagen das Schlafzimmer von meinen Kühen. Oh. Und dann brauchen wir natürlich für unsere Damen Futter. Also wir rechnen hier im Süden von Bayern mit 200 Winterfuttertagen. Also sprich 165 Tage kann ich frisches Gras von der Wiese holen oder können sie auf die Weide gehen. Und die anderen 200 Tage. Ich fand, das sah auch sehr, sehr gemütlich aus da in dem Kuhstall. Mir hat vor allen Dingen der nasse Boden gefallen. Wahrscheinlich ist es da auch irre kalt. Und ich sag's mal so, wenn er den Melkroboter nicht selber mal ausprobiert hat an sich, dann sollte er die Kühe da vielleicht auch nicht mehr dran lassen. Generell sollte er die Kühe nicht melken. Muss ich meine Kühe füttern? Das ist Futterlager, da sind Heuballen drin, da ist Stroh drin, da steht der Mischwagen drin, von der Radlader, die Silos natürlich. Winterfutter für die Damen. Und das hier ist... Ah ja, da ist er hier, der Fendt Brumm Brumm 3000. Eine Heubergehalle mit 3 Lagerboxen für Heu. Also ich meine, mit Fendt meine ich natürlich John Deere. Das Fendt ist... ach komm, ist egal. Die fressen ja jeden Tag einen Haufen Zeug. Und das Futter muss rein. Bitte nicht. Na endlich, Sterbekünstler, dankeschön. Bis nächstes Jahr im Juni. Wenn der erste Schnitt wieder durch ist, also man kann hier aufmachen. Die, wo öfters bei mir am Kanal sind, die kennen das. Ja. Das ist also so eine Heubox. Da ist jetzt noch ein kläglicher Rest drin. Der reicht noch so, 1,5-2 Wochen. Okay, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was er verdient.
Also er zeigt uns jetzt gerade eine Menge Sachen, gegen die ich persönlich allergisch bin. Aber finanziell hat er sich jetzt noch nicht aus dem Fenster gelehnt. Und dann mache ich hier die Ja, Box Nummer Heulbox. 2 auf. Also ihr seht, keine Luxusgüter. Die Traktoren, ja, auch wenn da jetzt ein neuer Traktor steht. Ich habe 4 Traktoren. Ah ja. Wenn ich da ein Durchschnittsalter bei meinen Traktoren ausrechne, reden wir hier über durchschnittlich 24 Jahre sind sie alt. Ja, der ist erst ein Jahr. Also da steht auch schon das vierte Auto. Auf dem Parkplatz unten stand, glaube ich, zwei oder drei. Hier hinter ihm stand eben noch eins. Vier Traktoren, Riesenanwesen. Es scheint sich um einen Empfänger von Bürgergeld zu handeln. Aber das sind Arbeitsgeräte, das sind keine Luxusgüter. Genauso wie die Spedition Ja, mit da sind noch mal drei. ihrem neuen LKW arbeitet. So, und jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an. Ist jetzt ganz schwer für mich, ich bin einfach kein Lehrer. So, ich habe mir mal ein paar Zahlen Okay. zusammengeschrieben. Die Quelle ist das BMLE, also das Agrarministerium in Berlin. Dasselbe Ministerium, wo er auch sagt, wir haben letztes Jahr 45% mehr verdient. In den Agrarbericht, leider ist er nicht ganz aktuell, aber ist halt so, haben wir eine durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland von 63 Hektar und bei den Milchkuhbetrieben eine durchschnittliche Kuhzahl von 73 Kühen. So, also das hört sich ja toll an mit den 120.000 Euro Gewinn. Man darf aber nicht ein Jahr betrachten, weil es gibt immer gute und schlechte Jahre. Hat man ein gutes Jahr, ist der Das Milchpreis Paint des gut. kleinen Mannes. Die Futterqualität ist gut, man braucht wenig Kraftfutter, die Kühe, die geben viel Milch. Beim Schweinebauern ist es natürlich ähnlich. Und dann gibt es halt schlechte Jahre. Also potenziell, ich weiß nicht, ob er hat schon verstanden, dass es sich um Durchschnittswerte handelt, ne? Es ging nicht darum, dass jeder Bauer das Gleiche verdient. Und zweitens wäre es ja auch. Warum zeigt er denn nicht einfach seine Steuererklärung, um zu zeigen, was er tatsächlich umsatz- und gewinntechnisch hat? Ah gut, er hat sich jetzt für Paint entschieden. Ich bleibe neutral. Wir bleiben neutral, Chat. Wo es Dürre hat, wo es hagelt, wo es zu nass ist, wo Kraftfutter teuer ist, die Milch nichts kostet. Und dann gibt es immer gute und schlechte Jahre und man muss eigentlich da einen Fünfjahresschnitt rechnen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, wir haben einen Fünfjahresdurchschnitt von 63.000 Euro. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe euch das jetzt mal auf. Gutes Jahr und Durchschnittsjahr. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich war in Mathe nämlich immer schlecht. Und wenn er es da gleich an das Whiteboard schreibt, 2 plus 2 ist 5, würde ich sagen, ja, soweit richtig. Na, also es könnte passieren, dass ich mich ja gleich massiv blamiere. Und dann, was dann im Endeffekt unten rauskommt. Also wir haben hier den Gewinn, das ist der Durchschnitt, 63.000. Und dann haben wir Spitzenjahr 120.000 Euro Gewinn. Okay. Ja, jetzt sagt jeder, schaut doch ordentlich aus, auch mit den 63.000. Kennt ihr dieses Meme von Senior Chang aus Community mit dem ganz kleinen Zettel? Dieses. Kann man doch super arbeiten. Aber bei diesem Gewinn ist zum Beispiel der Mietwert und der Strom- und Heizungsbedarf von der Betriebsleiterwohnung dazugerechnet. Also ich zahle sozusagen. Wenn dem Ümmel Kraftfutter zu teuer ist, dann soll der einfach keine Kühe halten und Tierleid erzeugen. Fertig. So einfach ist das. Und Ja. jetzt soll der sein Maul halten. Ja, Mann, das geht sie aber nicht aus, ja, keine Kuh zu halten. Du Capitano, ich hab, mein Vater hat's eine Kuh gehalten, meine Mutter hat's eine Kuh gehalten und mein Sohn wird's auch eine Kuh halten, ja, meiner. Miete für mein Haus, Hä? weil das ist ja ein geldwerter Vorteil, das muss ich ja versteuern. Das ist ja soweit in Ordnung. Ich habe das mal zusammengerechnet, Er also hat schon verstanden, was Gewinn und Umsatz ist, oder? ich zahle fast 8.000 Euro an Strom, Wasser, Heizung und Miete, wo mir im Jahr zum Gewinn dazugerechnet wird. Also das ist dann schon mal, wie soll man sagen, finanziell gar nicht zu haben. Wenn ich jetzt bei beiden minus die 8.000 Euro mache, dann sind wir da bei
55.000 und da halt dann bei 112. Habt ihr alle keinen Steuerberater, frage ich mich, wenn ich mir das so angucke. Klingt auch noch gut. Kann man nichts sagen, klingt auch noch gut. Jetzt kommt aber noch was dazu. Ich habe noch Eltern da und ich habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen und zahle meinen Eltern einen Austrag. Das ist sozusagen eine Entschädigung, dass sie mir den Hof übergeben haben. Das macht jeder Betrieb, setzt jeder Betrieb individuell an und wie hoch der ist. Bei mir sind es halt im Jahr 10.800 Euro. Weil es einfacher ist, habe ich jetzt mal 11.000 Euro genommen. So. Okay, das ist wild. Das ist ja wild. Wieso, also hä? Nein. Ich habe bisher von Agrarsteuerrecht wirklich gar keine Ahnung. Aber da wird ja gerade Skateboard gefahren auf diese unangenehme Art und Weise. Das sind doch alles Kosten, die ihr absetzt. Das ist doch nichts, was vom Gewinn abgezogen wird, sondern vom Umsatz. Da, die kommen da weg davon. Wird schon weniger. Jetzt muss ich aber Steuern ja auch noch zahlen. Nein, 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 halt, nee, 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 halt, nee. Nee, 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 nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, ich werde Steuerberater im nächsten Leben, das ist ja großartig. Oder Finanzprüfer, da hat man immer was zu lachen. So, da kommen die Steuern weg. Da haben wir minus Einkommensteuer. Da habe ich jetzt nicht meine Zahlen genommen, sondern Pi mal Auge geschätzt. Ich meine, hier bei dem Bereich werden wir irgendwo bei 10.000 Euro sein, was der im Jahr... Jetzt übersteuerst du. War das jetzt ein Witz oder war das ernst gemeint? Das könnte nämlich beides sein. Lustig und... Nein, okay. Du, ich... Steuern noch zahlen muss. Und hier war ja fast schon Spitzensteuersatz 30.000. Moment, 30.000. Spitzensteuersatz. Da sind wir jetzt bei den von 120. Das bekommt aber auch nicht hin. Wenn er 30.000 Euro Steuern bezahlt, dann ist das ja ein Viertel von den 120.000. Also Spitzensteuersatz in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei Agrarsteuern aussieht, aber Spitzensteuersatz sind 45%. Und nicht 25%. Er rechnet mit 60.000. Ich dachte, er rechnet hier gerade für das Superjahr mit 120. Ihr merkt, es wird immer weniger. Jetzt ist ja auch so, ich bin ja auch versichert. Ich brauche eine Krankenversicherung und ich brauche eine Rentenversicherung und ich zahle auch in die Pflegekasse. Das sind doch also... Der Arbeitgeberanteil, der ist da schon abgezogen. Aber der Arbeitnehmeranteil, der ist auch nicht wenig. Also, ich zahle im Jahr für Krankenkasse, Altersversorgung und Pflege. Das zahlen auch nur Bauern tatsächlich, diese Altersvorsorge, Pflegeversicherung und so. Das wird nur von den Agrartypis da wird das bezahlt. Der kleine Mann, der kleine Sparer, ne? Der müsste sich das nicht gefallen lassen. Sicherung. 8.000 Euro Arbeitnehmerbeitrag, der kommt hier noch weg. Der vermischt privat mit Hof, der vermischt einfach alles miteinander. Der vermischt einfach alles miteinander. Also, wie gesagt, ne, ich bin ja kein Steuerfachmann oder in irgendeiner Richtung da belesener als bis zur Tapete, aber ich erkenne da es ist 13 Uhr. Nichts. Der Mann hat seinen Steuerbescheid nicht verstanden, Punkt, Sarge. Das ist auch gar nicht schlimm, weil dafür hat man im Regelfall Steuerberater, die das für einen machen. Da sagst du hier, gibst du denen so ein Misch aus Papier mit Klebern drauf und ein paar Kaffeeflecken und sagst, hier, irgendwas habe ich 2021 mal gemacht, mach das mal bitte so, dass ich nichts nachbezahlen muss.
Und dann zaubern die da irgendwie. Aber hier wird ja komplett alles wild durcheinander geworfen. Weil der ist Nachsteuern. Arbeitnehmeranteil SV, schreibe ich hin. Dann 8000. Und jetzt habe ich, weil von der. Aber die Personalkosten setzt du halt schon ab. Und das ist ja, nee. Also wenn du Personalkosten hast, dann setzt du die ab vom Umsatz. Und dadurch wird unter anderem der Gewinn ermittelt. Rentenkasse kann man nicht wirklich leben. Also mein Vater kriegt 700 Euro im Monat an Rente. Also vielleicht ist ja jemand da, der das gar nicht weiß. So. Die Einnahmen, die man durch seinen Betrieb, was auch immer hat, ist nicht automatisch das Geld, was du auch behalten darfst, wegen Steuern. Ne? Sehr einfach dargestellt. Du hast eine Summe und die wird versteuert. Und jetzt ist es so, dass du ja Ausgaben hast für einen Betrieb. Keine Ahnung, du musst irgendwie Holz kaufen, weil ihr seid ein möbelverarbeitender Betrieb. Du musst Sägen kaufen, du musst Angestellte bezahlen. Das heißt, dir fehlt da Geld. Das kommt ja weg, damit du arbeiten kannst. So, und da diese Beträge natürlich auch von dir dann nicht verjubelt werden können für Koks und Nutten, wird es abgeschrieben und als Kosten geltend gemacht. Du sagst hier, ich habe zwar 100.000 Euro eingenommen dieses Jahr, aber ich hatte auch Kosten im Wert von 50.000 für dies, das, Ananas. Dann werden nicht die 100.000 als Grundlage für die Steuer genommen, sondern die 50.000, die dann übrig sind. Und er baut sich das gerade komplett wild durcheinander. Weil Kosten sind auch deine Mitarbeiter. Was du denen bezahlst, Kosten absetzen, beziehungsweise halt steuerlich geltend machen. Habe ich mich natürlich noch zusätzlich rentenversichert und ich habe auch noch eine private Unfall- und Lebensversicherung, die kommt da auch noch weg. Dann nochmal insgesamt minus 3000. Gut, und dann sind wir sozusagen bei dem Geld, was wirklich noch liquide aufs Konto kommt. Da bleiben hier 23.000 über. Und dort sind es noch 60.000. Also das ist sozusagen dann das Spielgeld, mit dem wir einen Porsche oder einen Mercedes kaufen könnten. Wir sind aber noch nicht fertig. Das ist das Problem, wenn man den ApoRed Business-Kurs abgelegt hat, ne? Ich hab hier mein steuerliches Wissen, hab ich von einem Herrn Nadim, aka ApoRed, der allerechte Hase. Der hat mir unter anderem gesagt, ich soll eine Firma gründen und ganz viele Range Rover kaufen. Von diesen Einnahmen kommt natürlich noch die Tilgung weg. Ich gehe mal davon aus, dass ich sagen kann, jeder Betrieb hat einen Kredit laufen. Sei es jetzt der Kredit für den neuen Traktor. Viele haben mir geschrieben, da fahren die Bauern mit Traktoren zur Demo, die den Wert einer Eigentumswohnung haben. Stimmt irgendwie, aber der muss ja gezahlt werden. Und wie auch im Privaten üblich, wird der Kredit nicht bei der Auszahlung versteuert, sondern dann, wenn er getilgt wird. Also da kommt die Tilgung dazu. Also sagen wir jetzt mal, er hat einen Traktor gekauft und hat dafür 100.000 Euro Geld aufgenommen. Und dann, ich zitiere, auf Carbon umsneaken, auf süß. Und dann hat der ApoRed noch gesagt, Hebel 500, Investment copy-paste. Will den in 10 Jahren abzahlen. Das wären dann 10.000 Euro jedes Jahr, wo davon noch wegkommen. Oder sagen wir mal so, wir haben einen Betrieb, der einen Stall baut oder Stall bauen muss, weil ja die Anbindehaltung soll ja auch verboten werden. Und der Betrieb sagt jetzt ja, ich investiere in die Zukunft und habe einen Laufstall gebaut für 60 Kühe. Ist doch Arbeitsgerät? Nein, so ein Traktor ist doch kein Arbeitsgerät für den Bauern. Den brauchen die doch privat, um damit an Traktorenrennen teilzunehmen.
Also, ich weiß nicht, ob er seine Einkommenserklärung, ob er die selber macht. Für den Fall, dass das so ist, würde ich ihm raten, das dringend in professionelle Hände abzugeben. So wie ich, weil ich da nämlich auch keine Ahnung von habe. Oder zumindest nicht genug Ahnung, um nicht im Gefängnis zu landen. Es wirkt schon alles sehr wild durcheinander geschmissen. Und heute rechnet man mit ungefähr 25.000 Euro pro Stallplatz für eine Kuh. Also mit Nebengeräuschen, also da ist natürlich Gülle-Lagerung dabei, Kraftfutter-Silo, die Mägdetechnik ist dabei. Nächstes Video. So Leute, ich habe den In-Si-Modus aktiviert, denn ich als Bauer bin Brokimoki. Die Silos für Gras und für Mais, da sind 1 Million, 2 Millionen Euro, wo da investiert werden, das ist gleich vorbei. Und bei 1 Million Euro auf 20 Jahre abgezahlt sind 40.000 Euro Tilgung. Und wenn man hier mal 40.000 wegrechnet, seht ihr, bleibt nichts mehr über. Also dieses Geld von den Spitzenjahren brauchen wir, um die schlechten Jahre auszugleichen. Und mit dem Durchschnittsgeld, ja, sind 2.000 Euro im Monat, aber wie gesagt, Jo, ich will unbedingt, ich will Pocket Hazel muss zurückkommen. Pocket Hazel, wenn du das hörst, na, warum auch immer, aus in welchem Zusammenhang. Wir brauchen dich wieder einmal. Once again, we need your magic. Ganz dringend. Das Julian Bam Video kriegt jetzt einen zweiten Teil. wenn ich nochmal 1.000 Euro für den Traktor Tilgung zahle, dann bleibt auch nicht mehr so viel zum Leben über. Und dazu vielleicht, wenn man das noch sieht, der Durchschnittsverdienst der Deutschen, also der deutsche Durchschnittsverdienst Ja. sind 43.842 Euro. Aber brutto. Ja, also Der deutsche Durchschnittsverdienst sind 43.008. Das ist doch auch irgendeine komplette Schnapszahl. Verdient jemand von euch, sagen wir mal 40k brutto im Jahr? Gut, vielleicht sollte ich hier auch nicht fragen. Ihr seid alles Linke, ihr geht ja gar nicht arbeiten. Na gut, bitte nicht. jetzt schreiben natürlich auch alle ja, weil ihr super keckig sein wollt. Chrisson, Dankeschön. Euch kann man eigentlich gar nicht vertrauen. Brutto, aber Steuern schon weg. Genau. Also, bloß mal, um klar zu machen. Ich frage nochmal, jeder von euch, der über 40k brutto verdient, soll jetzt einen Zapp giften. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Führerschein mache ich auch Ah gerade. ja. Und da denke ich immer rechts vor links. Ich denke immer, ihr kommt ja auch an, von wo man kommt, dann im Gott, das Endeffekt. war ja der beste Bait aller Zeiten. Das ist ja Führerschein komplett mache ich auch gerade. großartig. Und da dass vielleicht der Bauer, auch wenn die Zahlen toll sind, noch nicht so viel Geld am Konto hat, um sich den neuen Porsche in die Garage zu stellen, sondern wenn da ein neuer Traktor steht, dann ist das kein Luxusgut, das ist ein Arbeitsgerät und das muss davon gezahlt werden. Und man muss natürlich auch Rücklagen bilden, wo man sagt, ja, es könnte einfach sein, mal sein, da geht ein Mäh weg kaputt, 10.000 Euro weg. Vor allem hier müssen die Rücklagen gebildet werden, dass man dann bei dem Durchschnitt und auch bei den schlechteren Jahren ein Geld hat, um eben ja, eine finanzielle Freiheit zu haben und auch was investieren zu können. Ja, wow, das ist aber auch nur bei Bauern so, ne? Ich persönlich muss hier überhaupt keine Rücklagen machen für den Fall, dass mal irgendeine Kamera krachen geht oder so. Oder das klar Handwerkerle, das klar Handwerkerle, das was das virale Marketing. Lesbische Nazi-Nutten von UFOs ins All entführt und dort zu einer Hungerkur gezwungen. All dies im Stadtgespräch. Richtig, Sterbekünstler, danke schon nochmal für 300 Bits. Junge, jetzt kommt erst der Hype-Train. Das ist aber wirklich Scam diesmal. Den boykottieren wir. Apropos investieren, jetzt kommt noch eine Lehrstunde in Volkswirtschaft für unsere Regierenden in Ja, Berlin. jetzt bin ich auch mal sehr gespannt, weil jetzt kommt nämlich die Lehrstunde. Besonders für den Herrn Habeck, gell, und für den Herrn Lindner.
wenn ihr uns jetzt hier 6, 8, 10.000 Euro von unserem Gewinn klaut, indem ihr die Agrardiesel- und Kfz-Steuer streicht. Das heißt, das funktioniert alles so nicht. Das ist ja, ich kriege wirklich Kopfschmerzen. Ich glaube, ungefähr so müssen sich meine Mathelehrer gefühlt haben, als die damals meine Rechenwege nachvollziehen mussten. Die müssen sich gedacht, okay, was hat sich dieser miese kleine Trottel denn jetzt dabei gedacht, dass sein Ergebnis 5 ist? Wie, welche wirren Wege hat sein Gehirn genommen? Heißt aber auch, dass wir von dem weniger Gewinn auch weniger Einkommensteuer zahlen. Und nicht nur weniger Einkommensteuer zahlen, sondern wir werden natürlich auch versuchen, diese Mehrkosten irgendwie wieder reinzuschreiben. Was mache ich mit eurem Geld? 5 köstliche Kohle von Laguns. Der arme Bauer. Hätte er in Mathe aufgepasst, könnte er sich Porsches in die Garage stellen. Aber so bleibt nur der Insi-Modus. Ja, Insi-Modus. Ab nach Dubi. Modus. Dankeschön. Wie ist die Bauernbilanz? Aktuell habe ich mit diesem Stream minus 5.000 Euro gemacht am heutigen Tage. Zu sparen. Also wir werden billiger einkaufen, wir werden weniger einkaufen, wir werden uns die Nutzungsdauer unserer Maschinen verlängern. Danke für die 5 Euro. Wie gesagt, können wir uns das ja nicht aus den Rippen schnitzen. Also im Endeffekt gibt es Studien, dass jeder Euro, den der Bürger mehr hat, also nicht nur wir Landwirte, sondern jeder Bürger, der wird ja im Land ausgegeben, weil wenn du mehr Geld in der Tasche hast, dann gibst du auch mehr aus. Und dieser Euro, den man dem Bürger mehr lässt, wird im Endeffekt 4 bis 5 Mal versteuert. Während den Euro, den man nach China, Indien... Ah! Ah! Na klar, die Ausländer mal, diese miesen Chinesen, die für uns die Staubsauger bauen. Peru oder auch zu den Kataris schickt. Der ist weg. Der wird nie mehr wieder versteuert, sondern der ist einfach weg. Ist klar. Klar, kommt der nie wieder zurück, ne? Das ist einfach, deshalb haben wir in Deutschland auch physikalisch gar kein Geld mehr. Ich meine, basically, wenn man jetzt, keine Ahnung, Firma bestellt 10.000 Staubsauger in China, weil die da billiger produziert werden, und sagt, ich will die 10.000 Staubsauger aber nicht in China, sondern hier verkaufen, weiß ich jetzt nicht, ob das Geld nie wieder zurückkommen würde. Oder ob das dann nicht vielleicht auch einfach wieder in die Wirtschaft... Ich sage, nee, ne? Also viel zu... Und von daher ist es besser, beim Ausland zu sparen, weil dann... Wow. Okay, also diese Conclusio ist ja wirklich der absolute Hammer. Wie sollen wir denn ohne Konsumgüter, die zum Großteil im Ausland produziert werden, konsumieren, du Vogel? Dann brummt nämlich die Wirtschaft und im Endeffekt hat man nämlich mehr Steuereinnahmen, wie wenn man die Wirtschaft an die Wand fährt. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's mal einen Daumen mal hoch. Auf gar keinen Fall. Das ist ja furchtbar. Das ist ja ein furchtbares Video gewesen. Also alleine, dass er gesagt hat, ich nehme die Werte jetzt mal hier so Pi mal Daumen. Wenn du das deinem Steuerberater sagst, was ist denn ihr Umsatz? So zwischen 30.000 und 300.000, irgendwo zwischendrin würde ich mal sagen, keine Ahnung. Ich berechne alles so Pi mal Daumen. Teilen, liken, kommentieren, abonnieren und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, verfickt euch auch. Gottes Willen. Ja, okay, wild. Da bin selbst ich mit meinem Mathe-Untergrundkurs, kann sagen, jo, das stimmt so nicht. Ausländer aus. $48.000 bekommen 21/22 ein Durchschnittshof als Direktsubvention. Die Subvention hat er hier irgendwie gar nicht so aufgeführt, ne? Die Subventionen hat er jetzt mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen in seiner Rechnung. Oder waren die schon irgendwo mit angegeben? Ich könnte mich nicht dran erinnern. Komisch, dass die Kommentare aus sind. Hoppala, ey. Na, horche mal.
Das ist natürlich blöd. Ich würde sagen, da werden sich wahrscheinlich diverse Steuerberater gerade im Grab umgedreht haben. Jo, wir brauchen Hazel. Pocket Haze. Hazel oder Haze, sie muss zurückkommen. Sie muss once again her magic machen und sagen, nein. Also. Also da ist schon sehr viel Julian beim Steuerberatung mit dabei gewesen. Das war echt. Egal. Ey, wenn ihr das gerade auf YouTube guckt und ihr seid Steuerberater, würde ich mich freuen, wenn ihr das irgendwie. Ich möchte die Einschätzung von jemandem, der wirklich Ahnung hat vom Thema, der sagt, yo, das ist alles bogus. Oder soweit richtig. Das würde mich echt freuen, wenn da jemand mit richtig Ahnung sich mal dahinter klemmen würde. Ansonsten, wenn ihr das gerade auf YouTube seht, und ihr mögt mich nicht, dann giftet jetzt einen Zap. Nein, Blödsinn. Tschüss YouTube, wir sehen uns auf Twitch. Da kommt er nämlich hin. Ciao!